Glungezer Klettersteig wurde 2021-2022 revitalisiert. Wir haben ihn uns im Sommer 2022 angeschaut. Er ist ein Anfänger- bzw. Familienklettersteig, von der Beschreibung her ab 8 Jahren, und nennt sich Sagenklettersteig. Es geht um die Sage vom Glungezer Riesen, und der gesamte Klettersteig ist eingeteilt in 4 thematische Abschnitte. Die Kletterzeit im Aufstieg beträgt ungefähr 2,5 Stunden und der Steig ist mit einer Schwierigkeit von BC kategorisiert. Da der Steig als Anfänger- bzw. Familienklettersteig beschrieben wurde, würde ich aber gern noch auf 2 Stellen eingehen. Da ist zum einen im Abschnitt 2 das Versteck des Bergmännleins. An dieser Stelle wird es ziemlich eng und man muss durch den Berg durch. Es kann sein, dass vielleicht kleinere Kinder oder auch Personen mit Platzangst sich hier an dieser Stelle unwohl fühlen. Die zweite Stelle liegt im Abschnitt 3 und heißt Der Zahn des Riesen. Hierbei handelt es sich um einen steilen Fels, den man hochklettern muss. Wer damit Probleme hat, für den könnte das etwas unangenehm werden. Wir haben es zwar nicht ausprobiert, aber soweit wir es gesehen haben, konnte man eigentlich auch alle Stellen soweit umwandern. Generell gibt es auf diesem Klettersteig etliche Gehpassagen, die auch teilweise etwas länger sind. Ja, jetzt sitzen wir in der Glungezer Bahn und fahren durch die Suppe. Genau, sehen nichts mehr. Sehen nichts mehr, aber laut dem Video unten, der Webcam. Das war wahrscheinlich doch auch aus dem letzten Jahr. Es scheint oben die Sonne, ja, mal schauen. Also ab der Mittelstation sollte schon die Sonne scheinen. Ja. Und tatsächlich, kaum sind wir an der Mittelstation umgestiegen, es scheint die Sonne. Herrliches Panorama. Christian geht völlig auf. C22 geht völlig auf und da hinten haben wir die Nordkette. Ein Traum. Da hätten wir auch stehen können, aber wir haben uns anders entschieden, was eine gute Entscheidung war, natürlich. Von der Bergstation bis zum Einstieg des Klettersteiges ist es eine gute halbe Stunde zu gehen und man kann sich sehr gut an dem Lift orientieren, hier ganz besonders an der Y-Stütze. Das ist eine markante Stütze des Liftes. Leicht überhängen, ne? Ja. Ist
so leicht überhängt. Ja, schöne Stelle. Ist cool, ne? Ja. Ja. Schöner Einstieg, oder? Ja. Gar nicht so einfach. Dass man dann wach und warm. Ja. Oh, das ist hier die Übungsplatte. Ja. Das ist die Balkanplatte. Leider ohne Uso. Also über 45 Sekunden gebraucht, mein Lieber. Ja, ich muss ja noch fürs Foto posieren. Oder hast du ein Video gemacht? Video? Ach so. Ist alles drauf, mein Lieber. Alles drauf. Ich habe auch einfach schon mal zugeguckt, wie Jörg das gemacht hat. Von der Schrittfolge war das halt einfach. Ja, ich habe halt immer den Kretzler vor mir laufen. Das sind so völlig unorthodoxe Schrittfolge. Unorthodoxe Kletterstil. Da denke ich jedes Mal so, wieso geht der da lang? Das ist noch besser mit Pano. Mit Panorama, oder wie Dietrich sagt, Rano Parma. Ja, warum sicherst du mich eigentlich noch da? Ja, frag ich mich auch. Geh mal weiter. So, schön am Fels festhalten, ne? Genau. So wie wir das gelernt haben in den letzten Jahren. Mein Handy hat gerade gesagt, ich muss jetzt Duolingo machen. Oh. Und so eine Anita hat mich vom Platz 2 verdrängt. Ja, dann mach doch. Wir müssen kurz Rast machen, Leute. Eine Sprachrast. Da muss man halt Prioritäten setzen. Ja, ja. Setzt du mal Prioritäten, Kretzler. Früher ging er steil, heute nur noch Sprachkurs, Duolingo. Jetzt bitte nicht auf mich runterfallen. Ja, wäre. Soll ich mal noch ein Stückchen weggehen? Was? Gucken wir hier. Habt ihr das geschafft? Mit Können. Der war gut. Der war mal richtig gut, Jörgi. Mensch, dass du mal so einen Witz raushaust. Ja. Jetzt beobachte ich gerade mal hier den C2122. Meinst du, es wird auch reichen für 23? Klar. Wenn es für uns reicht. Außerdem ist unter dem Dietrich wieder dabei. Oder wir brauchen einen D23. Ja, wir wollen es ja nicht hoffen. So, okay, ich glaube, jetzt mache ich mal noch beide lieber. Das ist schon ein steiles Stück hier. Also pass hier echt auf mit dem Pelz. Und hier ist die Schoklat, gell? Thank you.
Schön. Macht Spaß. Ja. Ist nicht zu anspruchsvoll, aber es sind trotzdem so immer wieder Stellen, die, genau, die einen halt so ein bisschen wo man fordern, nachdenken muss. Nachzudenken, genau. Ego geht zu langweilig. Hier unten durch, oder was? Ich probier's. Ich werde schon irgendwie wieder rauskommen. Ihr könnt mich herausziehen. Irgendwann komme ich hin. So, Jörki, gib mal deinen Schuhranzen. Okay. Ha? Große Rampen ablassen. Ja. Und das auch noch in dieser engen Höhle. Na super. Ich am Ausgang. Also probiert euch gleich mal ein bisschen da zuzulegen, ja? Uiuiuiui. Ui, ui, ui. Du musst aber das Bäuchlein einziehen, nicht wahr? Wieso? Geht doch. Guck mal. Ich kann sogar noch tanzen. Aha. Noch? Was heißt noch? Das war auch die dickste Stelle, mein Lieber. Oder die breiteste, um das jetzt mal richtig zu machen. Ich würde sagen, ich bin die dickste Stelle hier. Das ist jetzt so der Test, ob man Platzangst hat oder nicht. Ja. Würde ich sagen. Bleiben wir hier, hier ist schön kühl. Ja, geht doch, oder? Geht doch. Bleibt da stecken. Ich würde sagen, das war bisher auf allen unseren Klettersteinen die engste Stelle, oder? Beide auf einmal umgehängt. Kretzler, Kretzler. Das ist die Mutti sie. Schimpfe.
ist ja gar keine Schiburma Bridge. Neben den Kletterstellen gibt es auch mal wieder Gehpassagen. Allerdings auch zwei längere, so wie diese hier zwischen der Nepalbrücke und dem Zahn des Riesen, sowie später nochmal zwischen dem Labyrinth und der Zauberwand. Der das rumgemacht hat, wa? Ich hab dafür an anderen Stellen rumgemacht. Ah. Ich hab zu viel Luft eingehalten. Ja, knackig. Ja, das war schon krass. Aber wenn man weiß, wie es geht.
geht. Das war die schwerste Stelle jetzt. Unglaublich, habe ich gedacht. Das ist unglaublich. Die Streckenführung. Ja. Ich muss vielleicht mal hier runterkommen. Okay. Ich dachte, du meintest die bisherige. Ist denn alles klar? Schluchtensprung. Das war's, oder? Ja, so ein Klettersteig, ja. Zehn Minuten bis zur Plunkenshütte.
Am Ende geht es rund 10 Minuten zur Glungitzer Hütte durch ein Geröllfeld mit teilweise auch größeren Felsen, was nochmal die Kraftreserven fordert. Also der Teil ist nicht so schön. Was ist dein Fazit? War super. Trotz angeschlagener Ausgangssituation, muss man ja mal sagen. Ja, ich glaube, für alle, wir waren alle nicht so ganz fit, habe ich so das Gefühl. Nee, eigentlich nur du. Also, ich bin eigentlich ganz gut durchgekommen. Ich bin ja jetzt schon geschafft, aber ich hing nicht da wie ein Waschlappen auf den Hütten. Du hast nicht zweimal zwischendurch geschlafen, ja? Das ist schon, sag's ruhig. Nein, aber es war eine sehr schöne Wandertour heute. Ja, gespickt mit einem unfassbar langen, wie heißt das Ding, Klettersteig. Ja, aber es war wirklich schön, war eine schöne Herausforderung für Körper und Geist. Nicht wahr? Und ich freue mich dann aber heute Abend auch schon aufs Bettchen drauf. Also wir hoffen, dass sich der Matthias gut ausschläft und dann morgen wieder fit ist. Aber nö, es war eine anstrengende Tour und sehr abwechslungsreich, anstrengende Geschichten, aber dann auch wieder viel Wandern. Eigentlich das viele Wandern, das könnten wir uns sparen bei der nächsten Tour. Ja, ich fand den Klettersteig auch cool, aber irgendwie zum Ende hin über diesen Block, über diese Blöcke, diese Felsblöcke, das war ja, das so war nicht meins ganz. Und ja, und am Ende dann doch anderthalb Stunden ordentlicher Abstieg war, ging nochmal in die Beine. Da mussten wir unbedingt noch einen Topfenstrudel essen. Ne? Aber ansonsten ist auf jeden Fall zu empfehlen, der Klettersteig.